Ja, mal kurz speichern. Ich rede aber erst noch mal kurz mit dem Partsalon. Wie die Bestie so lospoltert, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen und warte, bis die Bestie genau über mir ist. Unglaublich! Was für ein Reck! Und als die stinkende, riesige Bestie sich verdutzt umblickend mit ihrem schleimigen, über und über mit Schuppen besäten Leib über mich tritt... Ja, gestunken hat das Vieh. Widerlich. Nehme ich mein Schwert und erlege es mit einem mächtigen Hieb in seinen vollgefressenen Wanst. Bravo! Ich wünschte, ich wäre so wie ihr, Partsalon. Hoch, liebe Partsalon von Streitzig! Hoch! Haben wir schon mal gesagt, Alter, der Typ, ne? Mir ist in Avestreu schon so ein Gedanke gekommen, dass das eigentlich alles nur erlogen ist und der nicht wirklich ein Held ist, aber das... Ah, Junge, was soll das? Ah, meine furchtlosen Knappen, da seid ihr ja. Ich war gerade dabei, den guten Menschen vom Rattelshof von unserem Kampf gegen die Bestie zu berichten. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich nicht unerwähnt. Habe ich gerade gemerkt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Kampf gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er dabei war, weil ich habe auch nicht drauf geachtet, aber wahrscheinlich hat er wieder irgendwo vor der Tür, genau irgendwo um die Ecke gewartet. Was habt ihr diesen Menschen erzählt, Partsalon? Ihr schmückt euch mit fremden Federn. Geht's euch gut? Eure Güte kennt keine Grenzen, Partsalon. Wirklich. Aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als mit euch zu plaudern. Lebt wohl. Nein, nein. Bloß keine falsche Bescheidenheit. Ihr habt euch euren Platz in meinen Heldenchroniken redlich verdient. Gut, ich gestehe, ich habe eure Beteiligung an manchen Stellen etwas zu sehr ausgeschmückt. Aber so ist der große Partsalon nun mal. Auch meine Helfer sollen an meinem unermesslichen Ruhm teilhaben. Alter, ich würde so gerne dem einen reinen. Ja, lassen wir das mal lieber. Partsalon, ihr hört mir überhaupt nicht zu, oder? Partsalon, ihr schmeichelt mir, aber wir wollen euch wirklich nicht den Ruhm stehlen. Die Ehre gebührt euch und nur euch. Ich dringe einfach nicht zu euch durch, lieb wohl. Ja, man wird noch viele Jahre lang Lieder über mich singen, Freunde. Und über euch natürlich auch. Darauf werde ich achten, seid unbesorgt. Im Refrain werdet ihr natürlich nicht vorkommen. Aber in mindestens drei, sagen wir zwei Strophen von 445.000. Kann es sein, dass ihr mir absichtlich nicht zuhört? Und dann sagt die schöne Feenkönigin zu uns, bitte verschont mein Leben, dann werde ich euch sagen, wo der Schlüssel zum Schatz des Wolkenkönigsreichs versteckt liegt. Bitte was? Und Bilder, meine Freunde. weil er nicht zuhört. Wartet nur ab, bis der Kaiser Wind von der Sache bekommt. Ich werde in Gareth vorgeladen und man wird ein großes Bild von mir malen. Ich werde dem Maler persönlich beschreiben, wie ihr aussieht. Dann könnt ihr im Hintergrund auch noch Platz finden. Ja. Ruhm erwartet uns, meine Freunde. Ruhm, wie ihr ihn euch gar nicht ausmalen könnt. Alter, immer wenn dieses... Beruhig dich, Junge! Immer wenn dieses Gerät stirbt, erschrecke ich mich fast. Ich glaube, allmählich, ihr lebt in eurer eigenen Welt. Von was für Bildern redet ihr, Mann? Kommt doch endlich zur Besinnung. Ich musste die Kreatur besiegen. Ihr wart zum Zeitpunkt des Kampfes unabkömmlich. Habt ihr das schon vergessen? Ach stimmt, der lag auf dem Boden. Deswegen. Ah ja. Und in Talon wird man eine Statue von mir aufstellen. Ich fürchte, auf ihrem Sockel wird leider nur für meinen Apfelplatz sein. Aber man könnte ja euren Namen dort eingravieren lassen. Was sagt ihr? Ich dringe einfach nicht zu euch durch. Lebt wohl, Partsalon. Alter, dieser Typ. Ah, mein Knappe. Halt die Fresse. Ich berichte gerade den guten Menschen vom Rattelshof von meinem Kampf gegen die Bestie. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich auch nicht unerwähnt. Ich würde so gern. Was redet ihr denn da? Ich habe den Tatsachen bekämpft und erschlagen. Habt ihr denn auch erwähnt, wie ihr während des Kampfes bewusstlos am Boden gelegen seid? Das ehrt euch, ich bin sicher, ihr werdet keine Einzelheit auslassen. Ich muss dringend weiter, auf bald. Nun, bewusstlos ist ja nicht das trefflichste Wort. Ich habe schlichtweg eine uralte Kriegslist angewandt, die mich seinerzeit ein ehrergrauter Achaskrieger in den Echsensümpfen lehrte.
Ihr seht sicher gerade noch, wie ich mich fallen ließ und anscheinend nicht regungslos liegen blieb. Dies geschah aber nur um... Aber eigentlich verrät ein Krieger seine Geheimnisse nicht leichtfertig. Wäret ihr zu dieser Zeit nicht vom Giftatem der Bestie betäubt gewesen, hättet ihr noch etwas lernen können, anstatt um Luft ringen zu müssen. Ja. Aber ihr wart doch derjenige, der vom Gift... Ja, vergesst es. Ihr habt eigentlich recht. Ich brauche dringend andere Luft. Ah, mein Knappe. Ich berichte gerade... Ihr solltet wirklich schleunigst im Rattelsuch von euch etwas gegen die Nachwirkungen des giftigen Atems der Bestie geben lassen. Seine Wirkung hat sich eure Erinnerung vernebelt. Den Zwölfen sei Dank, dass dererlei Dinge eine von Streitig nichts anzuhaben vermögen. Ja. Warte, da können wir doch... Vorgrim, kannst du nicht vielleicht mal hier... Warte, wie hatten wir das denn gemacht? Wie konnte ich denn den nochmal... Das war aber nicht so, oder? Na, egal. Genugtuung muss sein. Und? Gibt es Neues zu berichten? Ja. Gute Nachricht, die Beste, die euren Hof erwütet hat, ist nicht mehr... Die Nachricht hat sich ja schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Eure Belohnung sollt ihr natürlich auch bekommen. Ich hab dir eure vereinbarten 100 Dukaten. Vielen Dank. Glattes Feilschen, hey. Als ich den Auftrag annehme, wusste ich noch nicht, dass es sich bei der Bestie um einen Tatzewurm handelte. Ich glaube, ich habe etwas mehr verdient. Es liegt nach einer angemessenen Belohnung. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben. Also gut, ihr habt recht. Dafür, dass ihr dem üblen Gestank zum Trotz die Bestie erledigt habt, bekommt ihr auch... auf die 100 Gold noch einmal 20 Gold drauf. Hier, das habt ihr euer Geld. Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen? Alter, der Typ ist echt korrekt. Wollt ihr noch was fragen? Nee. Danke. So. Und wir begeben uns mal in Richtung verlassene Erzmine. Ja. Schlüssel finden. Ich komme nicht vorbei. Hier auch nicht. Hier sollte man die Kamera drehen. So. Huch. Jetzt aber. Dann schauen wir mal. Es bleibt auf einmal stehen. Und dann schauen wir mal, ob wir in der verlassenen Erzmine, oder? War doch verlassen. Ja, verlassene Erzmine. Die Scheibe finden oder eben eine Spur von der Scheibe. Damit wir dann die Welt retten gehen können. Zusammen mit unseren Arongosho und mit unseren Zwergenfreunden. Und wenn wir die dann haben, gehen wir wahrscheinlich Richtung Talon zurück und kümmern uns um diese Plünderer-Quest. Und wir können den ganzen Leuten vielleicht auch erzählen, dass wir Fortschritte gemacht haben, dass wir auf der Jagd nach der Bestie sind und so weiter. Aber wahrscheinlich, gehe ich einfach mal stark davon aus, werden wir gar nicht die Möglichkeit dazu haben. Allein von den Gesprächsoptionen. Schade. Naja. Müssen wir hier hoch oder einfach hier die Straße weiterlaufen? Ich glaube, wir gehen einfach mal die Straße weiter lang, oder? Ist es Talon da hinten, oder? Ja, wahrscheinlich. Die Kirche da. Und Prinzheim steht in Flammen.
Alter, was da Drache alles angerichtet hat. Dafür wird er büßen. Ah, guck mal, da sind wir jetzt auf der anderen Seite von der Pilgerbrücke. Das ist ja toll. Kann man vielleicht dem Arbeiter zuwinken. Oh, ein Autosave. Dass ich sowas nochmal erleben kann. Die kommen ja, glaube ich, recht selten. Naja. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist, aber es sieht irgendwie nicht danach aus. Der Darian, da scheucht seine Leute immer noch rum. Und da kann man mit dem von hier reden. Nein, können wir die eventuell... Dann mal los! Nee, die können wir nicht den ganz langen Weg so schicken. Schade. Ja, okay, gut, dann hat sich der Ausflug ja auf jeden Fall gelohnt. Und wir gehen mal hier... den Hügel rauf, wenn wir da irgendwo langkommen. Ist natürlich zu steil für unsere Herrschaften. Oh nein! Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt lang. Da sind die Harpien schon wieder. Dann müssen wir aber auf den Berg hoch. Ah, guck mal. Amazone voraus. Genau. Schon geschehen. Nein, halt, halt. Mit dem Messer bitte. Mit der Sichel. Sonst ist es nachher noch ein Fehlschlag und wir brauchen die Sachen hier. Oh Gott, so viele Harpien. Na, aber da ist schon die verlassene Mine. Meint ihr? Ja, lieber nicht mit Klattes vorgehen. Huch. Ja, lass die mal kommen. Und greif da mal an. Du machst mal hier deinen Zauber. Alles klar. Komm schon. Du greifst an. Ich nehme die Sache in die Hand. Und ihr kämpft ja sowieso schön. Perfekt. Ah, Vorgrim, geh mal auf die hier. Mit dem Befreiungsschlag. Du machst einen starken Angriff. Oh. Wie stark sind die? 60 Lebenspunkte? Naja. Das wird schon. Ich versuche mein Bestes. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Ja, vielleicht besorgen wir uns mal ein kleines Skelett. Das hilft uns dann ein bisschen im Kampf. Ist ja schon längst wieder despawned. Amazone voraus. Die Harpien konnten wir nicht dingsen, genau. Können wir so nicht mal looten, was soll denn das? Mäh. Schade. Braucht doch die Harpienfedern für Bogenbau. Um Pfeile herzustellen, die ich nicht benutze. Ist doch wichtig. Ja gut, dann sind wir jetzt schlussendlich, glaube ich, doch hier oben. Was wir von vorhin gesehen hatten, da von da hinten, genau. So, was wächst hier Schönes? Contines und Contines. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Sofern Rulana das natürlich nicht wieder kaputt trampelt mit ihren riesigen Füßen. Das macht sie ja immer mal gerne. Dieser kleine Tollpatsch. So, hier müssen auch noch Harpien sein, genau. Könnten wir vielleicht... Hier, Feuerball. Stopp. Hier, Feuerball. Müsste es auch noch recht schnell gehen. Hier,
Feuerball. So. Wo ist Gladys? Hier hinten. Komm du mal hierher. Du hast ja feuerfest, das ist sehr schön, weil dann kannst du auch getrost da reinrennen. Und du kümmerst dich mal hier um die Harpien, die eh gleich weg sind wegen dem Feuer. Sehr schön, haben wir richtig schön Schaden am Anfang gemacht. Hervorragend. So. Ups. Was? Komisch. Okay. Hat gerade irgendwie nicht so funktioniert mit den Spezialfähigkeiten. Na klar. Warum kann ich bei den ganzen Harpien auf einmal nicht mehr die Federn mitnehmen? Ja, kommen die da hinten. Die nehmen wir auch noch schnell mit. Huch. Kannst du vielleicht und ganz schnell einen Feuerball? Oh, das wird nichts mehr. Gladys brennt. Hurra, hurra, die Gladys brennt. Ja, komm. Das wird doch nicht der Rede wert sein, diese paar Harpien da wegzuhauen, oder? Jawohl. Und hier noch einmal ein gezielter Stich mitten ins Herz. Und da fliegt sie auf den Boden. Ist die Luft wohl draußen? Ah. Looten. Juhu. Ich glaube... Ah, nee, das war's noch nicht. Was? Du hast eine Wunde? Was soll das denn? Heiß dich zusammen, Junge. Wir haben keine Zeit dafür. Ich glaube, es waren jetzt die letzten Harpien hier. Dann nehmen wir noch die Blumen mit. Oh. Obwohl, wenn wir gerade dabei sind, ne? Ja. Fanservice und so. Gullmond. Hui. Ah, guck mal, der Sonnenuntergang. Sieht er denn nicht schön aus? Ah, Gullmond. Ah, an das Kraut, da wollte ich ja eigentlich die ganze Zeit ran, ne? Jetzt können wir es endlich hier pflücken. Sehr schön. Würselkraut. Und Belmard. Alles mitnehmen. Und wir brauchen wirklich demnächst mal wieder jemanden, der uns Sachen abkauft, glaube ich. Aber da gibt es ja hier unten... Ach nee, Einbären. Hier unten gibt es ja diese eine Gläubige da. Die Pereine Geweihten oder so. Die kauft uns ja Sachen ab, aber ich glaube... Gut, du bist voll. Du hast noch eine ganze Seite frei. Du bist auch was voll. Und klar, das hat auch noch einiges frei. Also zur Not können wir da auch noch ein bisschen hin und her schieben und so weiter. Das sollte ja kein Problem sein. Und ein bisschen stacken kann man sicher auch noch. Wenn wir wirklich keinen Platz mehr haben. Und wenn es halt einfach gar nicht mehr geht, dann können wir halt auch nochmal zurücklaufen schnell. Kann ich zur Not auch rausschneiden, also so ist nicht, wenn es zu lange dauert. Allerdings, was ich auch rausschneiden werde. Alter, guck mal hier. Stalaktiten und Stalagmiten oder so. Stalaktiten hängen von unten. Also wir hängen von oben. Oder wachsen nach unten. Keine Ahnung. Ja, verdammt, ey. Stalaktiten wachsen nach unten. Wer auf diese Eselsbrücke nicht kommt, also dem ist auch nicht zu helfen. Irgendwie sowas hatte meine Lehrerin von meiner Schule gesagt, stand jedenfalls in der Abi-Zeitung. Super Eselsbrücke, mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Aufnahme. Ich wollte eigentlich eine andere Überleitung finden,
Was war das nochmal? Das könnte ich ja rausschneiden, wenn das so lange dauert. Was ich auch rausschneiden werde, sind die paar Sekunden Spiel speichern und so, nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Beziehungsweise nachdem ich die Abmoderation gemacht habe, weil das, dann ist, läuft ja die Aufnahme noch. Ich drücke die Aufnahmetaste erst später nochmal, damit die Aufnahme beendet wird und schneide die Sekunden dann später raus. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich beende die Aufnahme, wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann!